Verlockend. Für die, die es vielleicht noch nicht erraten haben. Wie ich vermutet habe. Angelina wusste die ganze Zeit mehr, als sie gesagt hat. Und sie hat sich selber in Gefahr gebracht, um mich zu schützen. Es passt alles zusammen. Die Zahlungen aus Willow Creek, mein Vater, von dem es keine Bilder gibt und an den ich mich nicht erinnern kann. Es gab nie einen Autounfall. Es gab einen Brand im Schloss und meine Mutter wurde damals verletzt. Sie wurde in die USA geschickt und erhielt eine Rente oder vielleicht Schweigegeld. Was ich nur nicht verstehe, worum geht es überhaupt? Was wollte Angelina erreichen und was will der Orden verhindern? Und vor allem, was habe ich damit zu tun? Ja, es sind gute und berechtigte Fragen. Gucken wir mal weiter. Mehr ist nicht mehr drin. Es liegt hier überall verstreut. Mehr ist nicht mehr drin. Ich würde sagen, den hat der Rabe auseinandergepflückt. Vielleicht hat er etwas essen. Aber trotzdem können wir den noch anwählen. Ich würde sagen, den hat der Rabe. Okay, mit dem Messer können wir den auch nicht irgendwie bearbeiten. Na gut, wieso auch immer hier dennoch. Hat sie sich also versteckt? In diesem Gemäuer? Mit einer Öllampe und ihren Aufzeichnungen? Sie war sehr mutig. Oder verrückt. Oder beides. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Normalerweise verschwindet das ja, aber gut. Hier hat sie sich also... Sie war sehr mutig. Hier hat sie war sehr mutig. Okay, das bleibt auch. Können wir da irgendwas? Nee. Okay, achso, das hier. Dieser Zettel steckte im Tagebuch. Es ist ein Brief. Darren, ich hoffe, du bist es, der diese Nachricht findet. Ich kann nicht sagen, wie leid es mir tut, nicht von Anfang an ehrlich mit dir gewesen zu sein. Ich habe die Gefahr, die vom Orden ausgeht, zu lange unterschätzt. Ich habe Spielchen gespielt und wie es scheint, habe ich verloren. Agenten des Ordens schleichen durch die Ruine. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie diesen Raum entdecken. Ich werde die Figuren verstecken und versuchen, mich zum Dorf durchzuschlagen. Vielleicht kann ich sie so wenigstens vom Tor fernhalten. Solltest du diesen Brief lesen, habe ich es nicht geschafft. Dann bitte ich dich, vollende mein Werk. Du glaubst nicht an den Fluch, das weiß ich. Wie könntest du auch? Du warst so weit weg. Aber ich bin bei meinen Studien auf Aufzeichnungen gestoßen und es ist alles wahr. Alle 12 Jahre geschehen in dieser Gegend schreckliche Dinge. Und das schon seit Jahrhunderten. Vielleicht ist es Massensuggestion. Vielleicht ist es irgendeine Strahlung. Vielleicht ist es ein Fluch. Nenn es, wie du willst. Aber es muss aufhören. Der Schlüssel zu allem Übel verbirgt sich unterhalb der Akademie. Ein Raum, der vor Jahrhunderten für irgendwelche dunklen Riten benutzt wurde. Dort befinden sich auch die Seelenschlüssel, die Samuel Gordon vor 12 Jahren gefunden hat. Zerstöre sie. Zerstöre alles. Und wenn es nur eine Spinnerei in den Köpfen der Leute hier ist, nimm ihnen den Grund, sich zu fürchten. Aber hüte dich vor dem Orden. Es handelt sich um eine okkulte Sekte, die ich für ausgestorben hielt. Ein großer Fehler. Es gibt sie immer noch. Sie gehen über Leichen und sie wollen dein Blut. Der Legende nach kann nur ein männlicher Gordon den Kultraum öffnen, den Seelenschlüssel berühren und die dunklen Rituale vollführen. Deswegen habe ich dich gesucht. Ich glaube, dass du der Letzte der Gordons bist. Du bist in höchster Gefahr, solange die Schlüssel und der Beschwörungsraum nicht zerstört sind. So lange wird der Orden dich bis ans Ende der Welt verfolgen. Mir ist es bisher nicht gelungen, in die Katakomben vorzudringen. Um das Tor zu öffnen, benötigt man 3 Mosaikscheiben. Ich habe erst eine gefunden. Sie ist in meinem Rucksack. Die anderen beiden sind irgendwo im Schloss versteckt. Der einzige Hinweis, den ich auf das Versteck der einen Scheibe finden konnte, ist ein Name. Maximilian Mortimer Gordon. Du musst nach Black Mirror Castle gehen und dort nach den Scheiben suchen. Die Gefahr ist groß, denn ich bin sicher, dass mindestens einer der Schlossbewohner zum Orden gehört. Gib dich also nicht zu erkennen. Es ist die einzige Chance, an die Scheiben zu kommen. Und deine einzige Chance, vielleicht zu erfahren, wer dein Vater ist. Es ist alles so schrecklich, Darren. Es ist, als hätte ich die Büchse der Pandora geöffnet. Ich wollte etwas Gutes tun und habe dich damit in schreckliche Gefahr gebracht. Ich hoffe, dass alles ein gutes Ende nimmt. Wir gemeinsam von vorn beginnen können. In Liebe, Angelina. Oh, in Liebe und Neuanfang. Das hört sich doch schon mal sehr nett an. So, was sagst du dazu? Tja, ein Fluch. All das wegen eines Fluchs? Das Blut der Gordons.
Ein okkulter Geheimbund, der den Teufel persönlich rufen möchte. Das ist alles so sinnlos. Tja. Wie kann man für solche Phantastereien Menschen töten? Wie kann man sich so in diesen abergläubischen Wahn versteigen, dass man dafür tötet? Aber Angelina hat recht. So bizarr die Motive dieser Leute auch sein mögen. Sie werden weitermachen, solange sie eine Chance sehen, ihre Ziele zu erreichen. Sie müssen aufgehalten werden. Ich werde sie aufhalten. Angelinas Tod soll nicht völlig vergebens gewesen sein. Genau. Wir machen jetzt hier alles. So gucken wir nochmal rein. Die Mosaikscheibe ist nicht im Rucksack und liegt hier auch nirgends rum. Ich sollte aber noch im Schlafsack nachsehen, um sicher zu sein. So. Wir können trotzdem noch... Ich würde sagen, den hat der Rabe auseinander. Ja. Die Mosaikscheibe ist... Ich sollte aber noch im Schlaf... Okay. Ja, man kann sich ja schon denken, wer unser geflügelter Freund, dass der da wieder im Spiel war hier mit der Mosaikscheibe. Nichts. Der kleine Klausack. Keine Mosaikscheibe. Ich glaube, ich weiß, wer sie hat. Ja. Hier hat sie sich also verfliegt. Sie war sehr mutig. So, okay, hier ist auch nichts mehr. Das Tor lässt sich nicht bewegen. Und ich sehe keine Klinke und kein Schlüsselloch. Angelina schreibt, dass sich dieses Tor mit Hilfe dreier Mosaikscheiben öffnen lässt. Wie genau, weiß ich allerdings nicht. Na gut, das wird ja hiermit zu tun haben. Das Teil ist ja auch rund. Ein Sockel aus Stein. In die drei Rillen auf jeder Seite werden wohl die Mosaikscheiben gesetzt, von denen Angelina geschrieben hat. Aha, sag ich doch. Ein Sockel aus Stein. Okay, gut, dann gehen wir wieder... Oh. Ups. Gut, naja. Gehen wir trotzdem mal wieder raus. Ich habe geahnt, dass mein Weg mich irgendwann hierher führt. Ich werde herausfinden, wer mein Vater ist. Ich werde die Mosaikscheiben finden und ich werde Angelinas Tod einen Sinn geben. Aber ich muss verdammt vorsichtig sein. Laut Angelina könnte mindestens einer der Schlossbewohner zum Orden gehören. Vielleicht kann ich herausfinden, wer es ist. Gut. Oh, hier ist ja wieder ganz schön viel. Dann fangen wir mal links an. Diese Steinfigur und die andere sehen fast identisch aus. Ich sehe nichts, was von Interesse sein könnte. Diese Steinfigur, ich sehe nichts. Ja, aber trotzdem, nur da mit dem Messer vielleicht drin rumpopeln? Nein. Vor ein paar Tagen hätte ich mir nicht träumen lassen, vor diesem Tor zu stehen. Es sieht genauso aus wie auf dem Foto. Es wirkt beinahe, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Das Tor ist verriegelt und aus massivem Eisen. Da gibt es kein Durchkommen. Na gut. Das Schloss sieht verdammt düster aus. Da helfen auch der verwilderte Garten, der feuchte Nebel und meine augenblickliche Gemütslage nicht. Vermutlich umschließt der Zaun das gesamte Schlossgelände. Die Aristokraten in diesem Land pflegen keine Kultur der offenen Tür. Verständlicherweise. Die Steinfigur zeigt eine nackte Frau. Eine Nymphe. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Die Steinfigur zeigt... Ich kann nichts auffälliges... Gucken wir die nochmal an. Es ist ja schon auffällig, dass wir die alle hier anklicken können. In England scheint man etwas lockerer mit Nacktheit umzugehen. Zu genau muss ich mir das aber trotzdem nicht ansehen. In England scheint man... Okay, ja, aber... Wofür ist das denn da? Es ist verwirrend. Dort im Gebüsch liegt ein armdicker Ast. Sieht stabil aus. Ja, steck ein. Steckst du sonst immer jeden Müll ein? Aber so ein formschöner Ast. Er ist feucht, aber nicht morsch. Er kann erst kürzlich von einem der Bäume abgebrochen sein. Vielleicht bei dem Unwetter gestern. Wer weiß. Okay, den können wir auch... Ich bin nicht zum Schnitzen hierher gekommen. Einmal reicht wirklich. Wie, noch eine zweite Flöte wäre mir gar nicht schlecht.
Hm.